Die Panzertruppe des Bundesheeres ist auch in Zeiten wie diesen einfach nicht wegzudenken. Verteidigungsminister Mario Kunasek besuchte die Hessenkaserne und wurde von Major Jörg Leudelt auf den Leopard 2A4 perfekt eingewiesen. Der Leo 2 in Wels weist einen technischen Stand der 90er Jahre auf. Eine Kampfwertsteigerung gemeinsam mit der Schweizer Armee steht nun an. Also Faktum ist, Wels ist das Kompetenzzentrum der Panzertruppe, wenn man das so bezeichnen darf. Und ja, wir müssen hier Modifikationen treffen. Ich glaube, es will keiner, dass Systeme auslaufen, aber ich glaube schon auch, dass wir hier Schritt für Schritt vorgehen müssen. Wir haben leider in vielen Bereichen Nachholbedarf. Einer davon ist die Mech-Truppe, aber ich bekenne mich dazu. Und es ist schon etwas mehr, als meine Vorgänger getan haben, die das Wort Panzer nicht halten. Die Gefechtstauglichkeit der 14er ist nach wie vor hervorragend. Nicht umsonst wurde bei der internationalen Panzer-Challenge immer eine hervorragende Platzierung erreicht. Die Welser Leopardendompteure sind Europaspitze. Das sieht auch der Bürgermeister der Messestadt. Er weiß, welche Sicherheitsschätze im Norden der Panzermetropole vorhanden sind. Wir haben seit vielen Jahren eine herausragende Zusammenarbeit mit dem Bundesheer und der Kaserne Wels. Es gibt hier eine langjährige Partnerschaft und die leben wir auch nicht nur gesellschaftlich, sondern auch wirtschaftlich. Das Bundesheer ist ein großer Lehrlingsausbilder, nur als Beispiel, und davon profitiert die ganze Stadt. Auch gepanzerte Mannschaftstransporter wie der Pandur aus österreichischer Produktion wird die Jägertruppe als geschütztes Fahrzeug verstärken. Das Jägerbataillon 17 ist sozusagen das Kompetenzzentrum für den Pandur. Dort wurde er auch zum ersten Mal eingeführt und da sind tolle Experten auch am Werk. Es profitiert aber auch Güssing davon, das heißt auch Niederösterreich profitiert davon. Also ich glaube, wir haben hier einen guten, wichtigen Schritt gesetzt, der unter meinem Vorgänger eingeleitet wurde und jetzt dann konkretisiert wird.